So, und damit zu Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Diese Prüfung haben wir gemacht, genau. Ich habe jetzt zwischendurch mal die Aufnahme kurz pausiert, beziehungsweise mal beendet, war mal einkaufen gegangen und so weiter und so fort. Habe alles gemacht und ja, da hat er diesen Weg nicht mitgespeichert. Macht nichts, ist soweit auch in Ordnung. Ja, dann habe ich mir gedacht, komm, machen wir gleich die nächste Prüfung. Beim letzten Mal haben wir das Grab besucht. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Hört's nach dem schwarzen Tod an? Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? Die Prüfung der Seuche. Das muss ich mir jetzt mal schnell irgendwo aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder. Entschuldigung, das war gerade so ein Geistesblitz. Ja, jetzt müssen wir durch ekelhaften Sumpf wandern. Na, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Diese Prüfung habe ich auch noch nicht gemacht. Beziehungsweise doch, hier habe ich aber beendet. Mal gucken, ob wir hier alles finden. Blech. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. Wird er das? Soll er das? Darf er das? The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? So wie das aussieht. Da hinten scheint wieder irgendwas zu sein. Och nee. Das ist wieder so eine Illusionskacke. Oder? So, hier kommen wir nicht durch. Und wenn wir hier... Ja, wieder so ein Illusionsmist. Er hat zwar gesagt, Illusionskacke, aber... Finde ich schon sehr gestalterisch schön gemacht, beziehungsweise mal ein bisschen innovativ. Ja, ich muss den... Ja, ich weiß. Ich muss das fixen. Okay, dann muss ich etwas höher. Lass mich raten. Irgendwie, wir kennen das ja schon. Siehst du? Jetzt kommen wir hier durch. Ich habe erst gedacht, das hier wäre das gewesen, aber... Gut. Was haben wir denn hier? Habe ich das schon? The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands,
And then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the Death Moon, then beware, because there will be death in that house. Alles klar. So rechts dieses S, was noch rot leuchtet, das gefällt mir nicht. Das sieht so aus. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Muss ich hier wieder hin? That's it. You did it. Shit. It's not done yet. Just a small piece of the puzzle. Ein kleines Stück vom Puzzle. Okay, 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 okay. Nee, Sekunde, 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 Sekunde. Genau. Das muss ich machen. Muss jetzt hier hoch und dann hier rüber und dann kann ich mir die, kann ich die Brücke hier fokussieren und reparieren. Jetzt einfach nur noch zurück. Alter Schwede. Das Spiel ist sehr facettenreich. Fordert einiges ab, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Komme ich hier raus? Komm schon. Och nee, ernsthaft. Das finde ich so an diesen Spielen so ein bisschen unrealistisch. Manchmal... Also da hätte sie jetzt ruhig hochgehen können. Sieht aber nicht gesund aus. Und trotzdem hier nochmal überall nachgucken. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwo Muttis Steingesicht. Aber sieht nicht so aus. Senua, come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you want. Find him. You have to find him. There was a Northman called Grettir. Big, red-haired. Immensely strong, but he was afraid of the dark. It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the doorframe, but it gave way, and they spilled out of the house, and the monster fell back, and the moon shone down on its ghastly face. Grettir, terrified, cuts off its head, but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes we allow our own fear to haunt us to our grave. Interessant. Hier müssen wir... Aha. Nochmal so ein Rätsel. Delius! Weg, 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 weg. Ich darf nicht in die Nähe... Ah. Ich darf nicht in die Nähe von dem... Ist das mies. Ist das gemein. Sollte ich hier failen? Lass mich raten, ich muss hier bestimmt irgendwie mit seinem... Ist das gemein. Muss so ein bisschen vor dem fliehen. Muss. It's close. It's close. What should I do?
Ich muss also vor dem Pisser fliehen. Zeitgleich muss ich diese Viecher finden. Ist das mies. This is taking too long. Can you hear him? You're lost. You have to find them. Ja, ja, jetzt bleib doch mal locker. Der wird mich nicht finden. Alter, ist das mies. Doch. Ja, ja, bin doch dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Muss irgendwie in diese Richtung. Nein. Ach komm schon. Nee, nee, nee. Ach nee. Oh, fick doch die Henne. Ist das gemein. Oh. Hallo? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. Feel it. You'll die. You feel it? You're dying. The burning has begun. Dying. The burning. The burning has begun. There go to the gate. There they are. The rooms. You can get through. Ist das gemein? Ist das mies? So vor dem Fliehen? I can't find you. Ist ja schon schlimm genug, dass ich mein Schwert nicht hab. Ja, der kann natürlich überall einfach durchrennen. Och Mann. Der Typ geht mir gerade so auf den Sack. Irgendwohin muss ich doch auch hinkommen, ey. Das bringt gar nichts, wenn ich da jetzt hingehe. Da renne ich dem Wichser nur in die Falle. Halt keine Geräusche machen und weiß ja genau, wo ich bin. Ich hoffe, dass ich es zurückfinde, ey. Noch Mann! Wo muss ich denn hin? Boah! Das ist ein Riegel. Boah. Alter, ich bin hier gerade voll am Schwitzen.
Übel, Mübel. Senua! Ja, Dillion. Senua. What happened? Das willst du nicht wissen. They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Schöne Worte, doch. So ist das. Das war anstrengend. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this is not to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before. You could be fooled again. You don't know. It's just their game for you. You never know which way it's going. Oh, diese Stimmen. I want to tell you a story. About a god of the Northmen called Baldur, the second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Oha! Was haben wir denn hier? Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Bin aber nicht sicher, ob ich... Doch, doch, doch. Ich glaube, dieses Gebiet habe ich gespielt. Und das andere habe ich nicht gespielt. Okay, hier kommen wir nicht hin. Durch die Masken kann ich also mit Welten verschwinden, die ein bisschen anders da aussieht. Hier ist ein Riegel, das bedeutet, von der Seite komme ich nicht hin. Das B hatte ich schon. The Northmen tell this story about the death of Baldur. Rechts dieses S gefällt mir nicht. It begins with dark dreams. Night after night. Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Alles klar, ist mal wieder der böse Loki. Komm ich da rein? Lass mich raten.
Hier mache ich die Brücke ganz. Durch die Maske komme ich wieder zurück in die andere Welt, die ein bisschen kaputter ist. Und dann kann ich den ganzen Shit hier irgendwie... Du musst hier Runen finden, um Dillian zu finden. Okay, kann ich das aufmachen? Nein. Es geht wahrscheinlich nur von der anderen Seite aus. Und hier muss ich mal wieder tausende Runen finden. Ne, ich muss nur eine finden. Super. Schick mir. Ist schon sehr geil. Gefällt mir sehr. Das mit der Flucht war eben so ein bisschen afraid. Das war schon mies, aber so im Nachhinein war es doch machbar. So, jetzt kann ich hier lang. Ja, und jetzt kann ich da auch durch. Ich muss das Tor öffnen. Ich weiß noch nicht, wo ich lang muss und wo ich lang will. Weiß ich wirklich nicht. Also, ich mache das jetzt rein nach Instinkt. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Okay, hier ist nix. Ich habe aber nachgeguckt. Sag mal, habe ich ein Radio im Kopf oder was? Find den Sender nicht. Ja, ich weiß, dass ich in der falschen Welt bin, aber jetzt macht mal slow. Ich komme hier also rein. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Lass mich mal weiter. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. You got it. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. Ja, jetzt mach doch mal langsam, ihr Lümmel. Without you. Alter Schwede. Man kann es auch, in meinen Augen kann man es auch ein bisschen übertreiben. Dillian saved you from them. So, ist jetzt die Frage, kann ich hier die Dingsbums öffnen, die Tür, oder auf der anderen Seite? Das Tor ist da drin. Lass mich raten, in der anderen Ebene, in der anderen Welt. Ist das Gitter nicht da? Also das mit den zwei Welten hier gefällt mir sehr. Ist schon sehr tricky. Du musst dir vieles merken. Du musst schon ein bisschen, ja, nicht kreativ, aber musst halt schon so ein bisschen dein Hirn anstrengen. Das gefällt mir persönlich sehr. Also besser als eben diese Prüfung der Seuche. War schon sehr geil. Kann man sagen, was man will. Das Tor ist jetzt offen. Jetzt kann ich nämlich auch in dieser Welt in dieses Haus rein. Hier ist nämlich keine Kette dran. Schaffst du das, Mädchen? Ja, klar. He's up there. How do you get up there? There's a way.
Aha, guck mal, was haben wir denn hier? Gut. You can find a way. We are just in her head and we try to confuse her. I give tips. Alter, die gehen einem so auf den Sack, da muss man manchmal mit. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Hoth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Hoth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Hoth is slain. Ja, ganz toll, Loki. Hast du mal wieder super gemacht, du dreckige Schlangenzunge. Ist ja eklig. Auf der einen Seite... Okay. Da müssen wir durch. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship. But they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. What? Herz vor Trauer abgeplatzt. Ist klar. Gut. Und dann ist das so. Kann man nichts machen. Lass mich raten, die Zeichen muss ich in der anderen... Okay, Pfeil. Hier so ein Dingbums und so ein Z-Zeichen. She trained hard alongside her friends. Delia struggled. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Aha. Sekunde. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Da kam jetzt ein wichtiger Anruf rein. Wieso? Okay, hier gibt es irgendwo ein M. Lass mich überlegen. So, wo könnte denn dieses M sein? Nee, oder? Ist das gemein? Geil. Die Runen bedeuten nichts. Ach komm, haltet die Schnauze. Von der anderen Seite, okay. Ich mache erstmal hier in dieser Welt so gut ich kann die ganzen Türen auf. Damit ich dann... Super. Okay. Ich... Die Stimmen gehen mir gerade so auf den Sack. Andersrum, okay. Ich kann jetzt hier... Genau, das war das. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed.
If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Das glaube ich allerdings auch. Loki ist so eine kleine Mistsau. Ich wette, ich muss jetzt wieder zurück, kann jetzt hier durch. Oh, ist das mies. Hier ist die Brücke also ganz. Okay. Es war so klar. Lass mich raten, das Ding ist... Hier gibt es irgendwo dieses... ich verstehe, okay. ich muss jetzt zurück. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. Dann kann ich hier durch. Mach die Brücke runter, dann muss ich wieder... Boah. Also wie gesagt, ich feiere das zwar total, aber man kann es auch ein bisschen... Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Sag ich ganz ehrlich. Mit dem ganzen Hin und Her. Fast gedacht, aber zum Glück kann ich da jetzt sowieso schnell wechseln. Jo. Alles klar, und jetzt hier durchgucken. Da gibt's noch was. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. He was kind to her. Warte mal, es fehlt noch ein Pfeil nach oben. Alles klar, die Frage ist, wo ist dieser Pfeil? Wo könnte der Pfeil sein? Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. Oh Mann, diese Stimmen, ey, die gehen mir gerade so derbst auf den Piss. Wirklich, das ist so eine richtige Pain in the ass. So, hier war das M. Das war soweit okay. Muss ich noch irgendwo einen Pfeil nach oben finden? Die zerstört gar nichts. Irgendwo muss
muss doch dieser Pfeil nach oben sein. You have no chance, Fiona. Nobody will love you again. Ever. Ever again. You can. Es gibt halt auch keine Hinweise oder so diesbezüglich. Vielleicht hier unten. Nee. Alter, dieser Bass im Hintergrund. Ich weiß, dass ich dahin muss, Dillion. Your curse has claimed Dillion. Poor Dillion. What? He didn't know. He was kind. He believed you. Wo ist der Pfeil? Nice. So. Sorry Leute, aber ich habe jetzt gerade wirklich instinktiv nach draußen geguckt, weil ich gedacht habe, what the fuck geht hier ab? Oh Leute, ihr müsst euch das mit Kopfhörer anhören. Das ist der Hammer. What? Yes. Dillion never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took off. Nein. Ist jetzt die Frage, macht sie das, weil es gescriptet ist, oder? And he happened to be blind. She felt safe in Dillion's arms. Learned to see the world through his eyes. Slowly. Ja, du bist... Darkness that had bound Alter. Began to unravel. Ja, da hat die Stimme recht. Tenua ist gut, sie ist stark, sie schafft das schon. Mach dich nicht nass. Oh. Dillion! Nein! What the... Nein. Ist das ekelhaft. Genua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? You give up the beautiful world. You, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I'm not. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking them from the inside. You're disappearing one memory. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. Nice. So, das war also diese Prüfung. Will ich die Prüfung jetzt noch machen? Ach, hier frisst mich gar nichts auf. Ich
Sie wollen deine Seele töten. Dillian wird mit deinen Erinnerungen verschwinden. Komm, das machen wir noch. Die Prüfung scheint jetzt nicht alle so lange zu gehen. Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Can you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. A breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Das merkt man, merkt ihr jetzt nicht. Hier nach links kein Problem. Nach rechts auch, aber hier in diese Richtung fängt der Controller an, wie willst du vibrieren. Das bedeutet, so kann man also spüren. Hier ist nichts. Ja, ich zeige euch das mal. Cool. Coole Idee. The voices, they've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Ein bisschen was sehen wir schon. Okay, wenn ich nach da gucke, vibriert es stark. Hier hört's auf. I think I'm somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Reach the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Kann nicht rennen, okay. So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. He proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides,
going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. I'll do my best. Then look for another way, and tell me what you find. There is a house. Will ich jetzt ins Haus? Nee, ich kann nur einen Weg gehen. Das wäre mies, wenn sie hier irgendwelche Geschichtsdinger verstecken würden. I don't know what's inside. Don't be afraid. Boah. Uns ganz leise hier entlang schleichen. Dürfen wir aber nirgends anecken. Ich glaube, die dürfen wir nicht in die Nähe. Dürfen nirgends. Boah. Ich glaube, wenn wir irgendwo angeeckt wären, dann hätte uns das Ding gefolgt, dann wären wir ganz schön im Arsch gewesen. Boah, ist das eklig. Okay, von Fackel zu Fackel in der Hoffnung, dass uns nichts berührt. Die auch in Ruhe an uns vorbeigehen lassen. Boah, ist das mies. Ist das mies. Ich traue mich gar nicht richtig laut zu sprechen. Death. The darkness is testing you. You are in.
control. Ich glaube, wenn ich hier runtergefallen wäre, wäre es das gewesen. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Boah. Ich glaube, ich muss jetzt hier einfach nur durchlaufen und darf trotzdem... versuche die Toten hier nicht zu berühren. Die Gänsehaut ist weg. Ich habe das Gefühl, ich habe es geschafft. Ich bin mir aber nicht sicher. Trust you. Oh, geil! Spend hours, oh. Days even, trapped in herself in the dark. Oh. Alter, fuck my life! You see me? Ja, und ich bin glücklich. Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Boah, Leute. Boah. Kackt die Wand an. Übel. Super. Das machen wir aber beim nächsten Part, Leute. With grammar reforged. You will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And a sword will lead me to him. Like when we first met. So, jetzt mal aber auf Pause, bevor hier wieder irgendwas abgeht. Ich will euch das nicht vorenthalten. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere! Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh.